läuft, denn in Westnorwegen, wo ihre Mutter lebt, da gibt es halt kaum schönes Wetter. Also soll sie auch der heutige Nebel ganz gut zu Pass gekommen sein. Hier Sokalova. Die jetzt Dritte ist hinter Berger und Gössner. Ja, da gibt es schon die ersten Siegerinterviews. Klar, da kann nicht mehr viel passieren. 42 Sekunden Vorsprung hatte sie auf Miriam Gössner. Das kann selbst der kleine Quirl aus Garmisch-Partenkirchen nicht mehr wettmachen. Also, der Vertreter von Egil Jelond hat ganze Arbeit geleistet hier. Bringt den nächsten Sieg von Tora Berger mit nach Hause und da unverkennbar. Diese kurzen Armzüge, diese schnellen Schritte, dieser tolle Zug nach vorn, das ist Miriam Gössner. Sie glaubt übrigens noch nicht in Top-Laufform zu sein. Hat ja wie die anderen auch in Munio vor der Saison viele, viele Grundlagen gebolzt und sagt, ich kann noch besser, wartet mal ab. Da kann sich die Konkurrenz jetzt schon mal warm anziehen, denn schon jetzt gibt sie den anderen Rätsel in der Spur auf. Miriam Gössner, sensationell. Komm, super, auf geht's. Klasse, Miri. 40 nach vorn, 20 nach hinten, das Ding ist safe. Komm, auf geht's. Hoppa, super. Knapper kann man es nicht sagen, das Ding ist safe. Vorsprung auf Sokalova jetzt sogar noch ein bisschen angewachsen auf 23 Sekunden. Aber auch die schafft, was Miriam Gössner schafft. Dreimal hier in Pokljuka aufs Podium. Das ist absolute Extraklasse. 23 Jahre jung, Superschützin aus Jablonec. Macht hier mächtig Werbung für die Weltmeisterschaften daheim in Nové Mesto. Und hier Olga Zajcewa. Gutes Rennen, aber wieder kein Treppchen für Wolfgang Pichler und seine russischen Damen. Da wird man schon langsam nervös zu Hause. Da sind die Medien ungeduldig, wollen mehr. Andrea Henkel hat viel probiert. Am Ende hat sie nicht alles gewonnen, was sie heute gern wollte. Ist momentan Zehnte. Hat heute 5 Strafrunden laufen müssen. So viele wie also Miriam Gössner gestern. Komm, hopp! Komm, da klemmt sie noch mal ran. Komm, auf geht's, hopp! Wenn Sie nicht genug bekommen können von Biathlon, was ich ganz gut verstehen könnte, dann können Sie sich gerne auch reinklicken auf www.sportschau.de. Da gibt es mehr Informationen und unter anderem auch die Siegerehrungen, bei der heute wieder mal Miriam Gössner mit dabei sein wird. Tora Berger kann es vorne jetzt locker angehen lassen, denn die Rückstände und Abstände sind deutlich. Von Gössner auf Berger und von Sokalova auf Gössner. Die Spannung ist raus, die Freude allerdings ist groß. Bei der Führenden und ganz sicher auch bei Miriam Gössner. Begleiten wir die Beste des Tages ins Ziel. Tora Berger hat sich ganze 2 Fehler geleistet beim zweiten Liegenschießen. Und hier jubelt sie ins Publikum. Schwer zu erkennen, aber deutlich zu sehen ihre Freude. 4. Saisonerfolg. Dickes Achtungszeichen und eine fette Untermalung ihrer führenden Position im Gesamtweltcup. Und wir erinnern uns, vor 2 Jahren, da war Miriam Gössner schon mal so richtig gut in Schwung. Damals ist sie 3-mal Zweite geworden. Und allein hier in dieser Saison, hier in Pokljuka, 1-mal Zweite, 1-mal Erste und nochmal Zweite. Eine fast ideale, maximale Ausbeute. Gratulation an die 22-Jährige. Wieder so ein klasse Rennen. 4 Fehler, 2 mehr als Tora Berger und ein super zweiter Rang. Damit macht sie einen weiteren Sprung in der Weltcup-Gesamtwertung und darf sich umso mehr freuen auf die Weihnachtszeit. Da gibt es typisch norwegisches Essen gemeinsam mit der Mama. Am ersten Weihnachtstag geht die Familie traditionell zusammen Skilaufen. Und vorher gibt es noch ein Treffen mit ihrer Freundin, mit Magdalena Neuner. Und sie wird diese Woche sicherlich niemals vergessen. 3-mal auf dem Treppchen, was ihr zuvor noch nie gelungen war. Gabriela Sokalova. 1-mal Erste, 1-mal Zweite, 1-mal Dritte. Kompliment.
Olga Zaitseva rettet den vierten Platz vor ihrer Mannschaftskameradin Ekaterina Jurlova. Und dann sehr gutes Resultat. Und dafür darf sie den Applaus entgegennehmen. Thea Gregorin, die Lokalmatadorin, die hier ganz in der Nähe in einem kleinen Dörfchen zu Hause ist. Auf Rang 6 heute. Die nächsten beiden sind da. Donnerwetter, da wird nochmal gesprintet. Olga Wiluchina dürfte aber das Duell verloren haben gegen die Polin Pauka. Es müsste auch Andrea Henkel gleich auftauchen, die nochmal ein richtig gutes Resultat schafft. 11. Platz wahrscheinlich hinter der Französin Bescon. Also, auch das ist gut. Damit bleibt sie ganz weit vorne in der Weltcup-Gesamtwertung und darf sich auf Weihnachten freuen. Am Start mit der Startnummer 5, Miriam Gössner. Die schnellste dieser Tage, die schnellste dieser Woche in Pokljuka. Auch heute wieder unfassbar schnell unterwegs. In einer gesonderten Laufwertung war sie auch heute wieder die Beste in der Spur. 17,5 Sekunden schneller als Kaisa Mäkäräinen. Und sie hat ganz gut geschossen, sogar fehlerfrei beim ersten Anschlag. Dann 3, dann wieder 0, dann einen Fehler in der Gesamtwertung. Zum dritten Mal hier in Pokljuka auf dem Treppchen. Das ist mal ein fettes Paket. Ein Geschenk, was man unter dem Weihnachtsbaum super postieren kann. Da wird sie frohen Mutes in die Weihnachtsfeiertage gehen und sich jetzt schon mal freuen, das hat sie gestern erzählt, auf die deutschen Weltcups in Oberhof und Ruppolding. Miriam Gössner, heute Zweite hinter Tura Berger und vor Gabriela Sokalova. 11. dann, die zweite Deutsche im Rennen heute, Andrea Henkel. Klasse die beiden, das soll es von hier gewesen sein. Ja, da ist die strahlende Miriam Gössner, die genauso schnell von unten hier hochgelaufen ist, wie sie auf der Strecke unterwegs ist. Kompliment, ganz tolle Woche hier in Pokljuka. Heute nochmal ein super zweiter Platz. Aber was war das für ein Nebel dort am Schießstand im zweiten Anschlag? Wie ist Ihnen da ergangen? Im zweiten Anschlag habe ich gar nichts mehr gesehen. Ich habe dann versucht, irgendwie über meine Waffe drüber zu schauen, wo die Scheiben sind, dann irgendwie zu versuchen zu treffen. Ich glaube, 2 von den 5 Schuss waren nicht einmal irgendwo vorne auf dem Schwarzen. Also ich habe keine Ahnung, ich habe nichts mehr gesehen und da haben wir dann irgendwann nur gedacht, jetzt schießt einfach, weil kann sich ewig hier liegen und muss irgendwann weiter. Und stehen ist ein bisschen besser geworden, aber auch da haben wir ganz schlecht gesehen und ja. Gerhard Hönig hat gesagt, es war nahe am Irregulären dran. Haben Sie das auch so sehen, ja? Also das zweite Liegen schießen auf jeden Fall, aber ich meine, es ist ja alle gleich gegangen, sind alle da gelegen, haben das gleiche Wetter gehabt und von dem her, manche sind besser durchgekommen, manche weniger und es ist halt Biathlon, gell? Da sehen wir es nochmal. Immer mal wieder über die Waffe geschaut. Ja, ja, nichts mehr gesehen. Aber gut, ich meine, das passiert und das nächste Mal haben wir vielleicht dann wieder Sonne dafür. Bei dem Anschlag, genau, da ging es einer besser, nämlich Andrea Henkel, die steht eben unten bei Christian Dex. Nochmal kurz, ist mal wieder hier. Ja, Andrea Henkel ist natürlich noch verschwitzt. Andrea, Sie haben mit der Miri eine Podiumsmöglichkeit gehabt bis zum letzten Schießen, dann 3 Fehler. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, aber eigentlich dachte ich genug gesehen. Es war zwar keine ganz gute Sicht, aber ich dachte, es reicht, um die Treffer anzubringen. Und ich weiß auch gar nicht, wo die hingegangen sein sollen. Beim zweiten Schießen zog ja der Nebel so rein. Da haben ja fast alle 3, 4 Runden geschossen. Sie sind mit einer dann nach vorne gekommen. Wie war denn für Sie da die Situation? Haben Sie dann Oberhofer Heimvorteil gehabt? Also ich habe erstmal irgendeine Scheibe gesucht, die ich gerade gesehen habe. Ich habe mit der zweiten angefangen und habe versucht, so dort, wo es am dunkelsten war, abzudrücken. Also ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, denke ich. Das erste Saisondrittel ist jetzt vorbei. Es ist endlich die Weihnachtspause erreicht. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz bis hierher aus? Ja, ich glaube, jetzt in die Zeit war es schlimmer als jetzt im Moment. Aber ich denke, mir fehlt auch hinten raus ein bisschen die Tempoherde noch. Und am Schießstand war halt alles diesmal dabei, von 0 bis ganz viele Fehler. Vielen Dank. So, und wir wollen das nochmal ein bisschen aufdröseln, was das Schießen angeht. Da gibt es unterschiedliche Körner, darüber haben wir gesprochen. Kathi, hält es vielleicht mal hoch. Da sieht man, rechts ist dieses Nebelkorn. Es hat einen größeren inneren Ring, da kann man also besser durchgucken. Genau, und das andere ist kleiner. Und Miri, welches hatten Sie heute drauf? Ich hatte heute ein ganz dickes Sonnenringkorn drinnen. Das war nicht ganz so optimal, aber für Oberhof werde ich mir einen Nebelkorn besorgen. Kathi, nun ist die Leistung von Miri in dieser Woche überragend, vor allen Dingen diese Laufform. Wie ist es überhaupt zu erklären, dass man, weil Simon Schemper zum Beispiel gesagt hat, in Munio haben wir so hart trainiert, ich bin ganz platt, Sie hier überhaupt völlig unbeeindruckt?
Ja gut, es ist ja so, dass doch die Mannschaften unterschiedlich trainieren und die Philosophie der Trainer ist halt teilweise unterschiedlich. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie es jeder Athlet auch individuell verkraftet. Und da ist Miri einfach zurzeit in einer super Laufform. Aber ich muss aber auch heute auch sagen, sie hat wirklich gut auch am Schießstand gearbeitet. Ich meine, sich auch von dem Nebel dann nicht so beeindrucken zu lassen, ist schon toll. Also sie hat auch teilweise ihren Rhythmus umgestellt, hat halt die Scheibe genommen, die sie gerade auch gesehen hat. Und das muss man beim Nebel, da muss man wirklich reagieren. Und da ist sie, glaube ich, auch einfach nochmal einen Schritt weitergekommen. Und da ist vielleicht auch immer mal so die Kritik am Schießen heute auf jeden Fall definitiv nicht gerechtfertigt. Absolut. Also die Flexibilität ist da. Und es sieht so spielerisch so leicht aus. Geht es Ihnen auch so leicht unterwegs? Ja, also heute war es schon anstrengend und ich war dann wirklich froh, dass ich die letzte Runde nur mal Vollgas habe laufen müssen, dass nach vorne so viel Platz war und dass von hinten auch keiner mehr kommen ist. Das war ganz angenehm, weil langsam nach 3 Wochen Weltcup merkt man es dann schon. Und ich freue mich jetzt auf Weihnachten und mal eine schöne, entspannte Trainingsphase. Aber stimmt's, dass Sie sagen von sich selbst, also da ist ein bisschen mehr drin, ich könnte noch ein bisschen draufpacken? Es fehlt noch so ein bisschen die Spritzigkeit. Wir haben im Unio, wie auch die Männer, sehr, sehr viel und sehr hart trainiert und lange Grundlageneinheiten gemacht und wir hoffen, dass wir dann bei der WM dann in Bestform sind und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen mich steigern kann. Super, tolles Weihnachtsgeschenk hast du dir selbst gemacht, zweiter Platz, gestern erster Weltcupsieg. Danke, Miriam Gößner, frohe Weihnachten, gute Heimreise.